Und an dieser Stelle freue ich mich, euch das Wahlergebnis der aktuellen Bürgermeisterwahl bekannt zu geben. Das Ergebnis sieht wie folgt aus. Oh, was ist das? Gut, wo hat was Romatra gemacht? Eine Schafsvergewaltigungsanlage. Eine Schafsverwaltungsanlage, also wo Schafe verwaltet werden. Ist ein Unterschied zwischen Vergewaltigung und Verwalten, ne? Glaube ich, oder? Nein. Ich glaube, ja. Romatra hat versucht, das Ding nachzubauen, was ich gebaut habe. Ich glaube, Romatra, jetzt wissen wir auch, wo die ganzen Lecks auf dem Server kommen. Revi, wir haben den Übeltäter gefunden, der alle Lecks auf dem Server. Junge! Wo ist denn das? So Frame-Einbrüche ohne Ende. Geht zur Nähterwarzenfarm. Romatra? Hallo, ja, jetzt bin ich da. Romatra, was hast du dir dabei gedacht? Bei was? Sag mal, willst du den ganzen Server zum Absturz bringen oder was? Ja, Romata, es leckt ja übertrieben, die Scheiße hier. Leckt das bei euch? Natürlich, du Bot, es lässt den ganzen Server lecken, Alter. Hä, was willst du mit der ganzen Wolle? Und die Technik schaltet sich noch nicht mal selber ab. Die Technik von mir, die schaltet sich immerhin noch ab. Genau, Romata. Was ist das für ein Scheißhaufen hier? Du Arsch. Wir bauen halt eine riesige Wolke aus Wolle. Aus weißer Wolle. Ach, Revi, und das ist der Bahnhof für dich später. Der ist noch im Bau, wie du siehst. Ist doch kein Bahnhof, Alter. Alter, Revi. Warte. Revi, geh mal weg. Du siehst, der Zug, der ist jetzt da. Du kannst dich da jetzt reinsetzen. Aha. Lol. Und dann drück mal jetzt zum Beispiel den rechten Knopf. Der wird dann später zu dir fahren. Wenn du den rechten Knopf drückst, geht's zu dir. Also, wie geil. Holy, was? Und jetzt fährt der Zug dann später zu dir. Joe, Junge. Alter, was und machst du den ganzen Tag? Hobbylos. Sobald du mit dem Zug hier einfährst, passiert hier Folgendes. Achtung. Es klappt sich hier ein Fahrstuhl nach unten. Dann kommst du unten an. So, warte mal ganz kurz hier oben. Du kommst jetzt quasi da unten an, steigst dann auf dieser Plattform aus. Und sobald du ausgestiegen bist, fährt diese Plattform wieder zurück nach oben. Das ist der Plan. Mit mir drauf. Mit dir drauf. Alter, voll geil, niemand, oder? Wirklich niemand. Joecraft, ich baue in Minecraft einfach komplett Westminster Abbey nach, Alter. Und mach's. Digga. Joe, also, Digga, das ist Grand Central, was du hier gebaut hast. Das ist schon, Es ist ja, nur ein kleiner Bahnhof. Es ist nur ein kleiner Bahnhof. Ganz genau, so sieht's aus. Gut, heute ist Bürgermeisterwahl. Trimax kommt um 20.30 Uhr, Leute. Patrick kommt gleich auch noch um 20 Uhr online. Romatra? Ja? Du weißt, wem unsere Stimme zugesteht, ne? Korrekt, ich habe auch noch eine wichtige Nachricht erhalten von Jamers Time. Den kennt ihr ja vielleicht. Ich habe soeben erfahren, dass heute um 18 Uhr die Wahl des Bürgermeisters stattfindet. Da ich familiären Besuch zu dieser Zeit bei mir habe, werde ich heute an der Wahl leider nicht teilnehmen können und möchte Ihnen hiermit die Vollmacht übertragen, dass Sie in meinem Namen bitte meine Stimme an Herrn Bürgermeister Trimax vergeben. Ja, ihr habt's gehört, Leute. Ja. Ich habe die Vollmacht von Kevin bekommen. Ich darf für Trimax abstimmen. Ja. Vollmacht quasi. Ich hab's gehört. Ich. Antonia, Guten Tag. Du möchtest TNT haben, meine Süßeste. Ja, wie viel hast du? Auch ich habe 36. Warum? Ach, krass. Ja, ich wollte ein bisschen Berg bei mir sprengen. Darf ich das machen? Du, Ja, gerne. Geil, dann haben wir jetzt erstmal was zu tun. Ja, was denn? Wenn ihr den Berg sprengt, es gibt eine effiziente Möglichkeit. Das haben wir mit Early zusammen gemacht. Wir können die Sprengkraft von TNT verstärken dann. Das wäre nice. Mit diesen Karts, ne? Okay, lass mal machen. Hast du denn genug Eisen dafür, Bro? Ja, kann ja. Dann bereite ich alles vor und du darfst dann den Knopf drücken. Welche Rasse ist der Hund? Ich glaube, der ist eine Katze, Alter. Ja, hier, das ist alles auch weg hier. Okay, also quasi, dass alles, die ganze Fläche hier quasi auf einer Ebene ist, mehr oder weniger. So, witzige Idee. Ja. Was macht ihr da? Geht schon los? Ja. War noch Revi. Boah, der Hund hat so eklig gefurzt. Boah, jetzt guckt er mich so dabei an. Du bist so ein Arsch, Alter. Boah, 20k Viewer, danke, ja. So, kann ich die Knöpfe rücken? Noch nicht! Ich drück die Knöpfe. Nein. Warte, Revi. Nein. Eine Explosion, nein. Ich will dabei sein. Ah, du steckst die alles übereinander, ne? Pass auf, Revi, wenn du die über eine Aktivierungsschiene zündest, würden alle gleichzeitig gezündet werden. Wir wollen aber, dass sie gegen eine Wand kollidieren und dann explodieren. Mhm. Genau. Genau. Aber wie viel TNT ist denn da drin jetzt? Alle. 15 Stück. So, und nochmal. Ich hab gedrückt. Oh mein Gott, Romatra. Alter, was hättest du so gefeiert, wenn Patrick Schwurmann stattdessen hochgeflogen. Das war schon OP, oder? Das ist halt so eine Sphäre, die gesprengt wurde. Das war nicht so effektiv. Baby! Was? Irgendjemand hat den gesamten Wahlautomaten gerade in die Luft gesprengt, ne? Was? Halt's Maul, bitte. Irgendjemand hat unter dem Rahl. Ich wollte die Technik gerade überprüfen. Da war ein Observer. Ich habe den weggemacht und plötzlich ist der gesamte Wahlautomat in die Luft gegangen. Irgendjemand hat da drunter TNT platziert. Pat ist ja Observer. Pat ist nicht Observer. Aber der Chat schreibt, dass er das war, dass die da wohl einen Beweis haben. Nee. Wenn ihr beweisen könnt, dass es Patrick war, liebe Leute, wenn ihr das irgendwie mit einem Clip oder so beweisen könnt, ist Patrick entweder automatisch okay, pass qualifiziert. Entweder Stegi, Debitor. Alles, Alter. Wäre Trimax gewählt worden, dann wäre diese Technik in die Luft geflogen. Stegi hat in seiner Streambeschreibung Bürgermeister, sonst boom, what the f***. Manip.
Manipulation. Okay, dann war es vielleicht doch Patrick, nevermind. Gibt es einen Beweis, dass Patrick das gemacht hat? Wenn es ein Beweis ist, war nicht Patrick, Alter. Patrick ist nicht am Server, what the f***? Ja, okay, egal. Kriegst du es wieder gefixt bis dahin? Ja, natürlich. In 10 Minuten ist die Wahl. Basti, du gardest da vorne. Das hat nichts, nichts mehr passiert, oder? Hallo, ich bin Max. Max! Hey, hallo. Hallo, ey, oh mein Gott, Max, es ist was Schlimmes passiert. Der Wahlomat wurde gerade gesprengt. Der Wahlautomat. Irgendjemand, der sich in Redstone auskennt und irgendjemand, der nicht möchte, dass du in die Macht kommst. Das kann... Nicht Patrick glaub, gewesen das, sein. Das nein, kann nein, 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 nein. Eigentlich Joecraft gewesen sein. Natürlich nein, nicht. Digi? Ja? Darf ich mal ganz kurz was in Frage stellen? Dein Streamtitel, Bürgermeister sonst Boom. Wie ist das zu verstehen? Denn es gab einen kleinen Zwischenfall, Stegi. Was ist ein Zwischenfall? Die Indizienlage spricht ganz klar für einen Anschlag deinerseits auf die Bürgermeisterwahl. Denn es gab eben eine Explosion am Wahlomaten, die aber nur dann stattgefunden ist, wenn Trimax als Gewinner ausgelöst worden ist. Hey, das wäre aber Manipulation. Richtig, Stegi, und ja, ich traue dir das tatsächlich nicht. What? Genius. Wer hat den Wahlomaten gebaut? Joe. Ich. Joe liebt allerdings Redstone zu sehr, als dass er ihn wieder kaputt sprengen könnte. Ich liebe Redstone so sehr, dass ich das Ding nicht bauen hätte können. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Keine Ahnung. Dafür, dass du von The Joecraft die Uhr richtig einstellen konntest, weißt du aber nicht. Oh. Ich hab die Uhr Ich hab auch nicht Bescheid. Kommt bitte mal alle rüber zur Podest, bitte. Beziehungsweise dort, wo wir dann diese Wahlveranstaltung gemacht haben. Dieses verschmitzte Grinsen, Alter. Ich trau dir nicht so wirklich, Mann. Das habe ich aber nur bei dir. Ich habe schon genug, danke dir. Nee, das Brot ist gesund. Du kannst immer nur Fleisch essen. Ich esse sehr gut, Max, sehr gut. Endlich denkst du um, Alter. Ja, liebste Craft Attack Gemeinde, es ist wieder ein unglaublich schöner Tag. Die Sonne scheint heute. Und auch Gomme HD hat den Server betreten. Es könnte sein, dass der Gomme-Mode eventuell losgeht. Da muss ich ganz kurz warnen. Ich würde sagen, wir können uns jetzt gleich der Wahl widmen. Joe erklärt ganz kurz als Wahlkabinettsleiter, wie das ganze Ding vonstatten zu gehen hat. Und wird dann auch später den Sieger tatsächlich verkünden können. Ich übergebe das Wort jetzt hier an Wahlkabinettsleiter Joecraft und ja, wünsche allen ein faires und gutes Wahlerlebnis bei der ersten Bürgermeisterwahl hier zu Craft Attack. Wir hatten ein riesengroßes Problem, weil irgendjemand hat versucht, die Wahl zu sabotieren und hat den Wahlomaten gesprengt. Jetzt sollte alles passen. Mhm. Also ich erkläre das Prozedere jetzt. Jeder von euch wird gleich eine Wahlkarte bekommen. Jeder von euch wird nur eine einzige Wahlkarte bekommen. Oh, dann gehen wir der Reihe nach hier herein und legen hier unsere Stimmen in diesen... Ja, kann man weitere Wahlkarten kaufen gegen Nein. Nein, Tim, halt doch jetzt einfach das Maul. Lass uns doch mal ausreden jetzt. Nachdem die Wahlkarten alle genommen worden sind und reingelegt worden sind, versammeln wir uns hier, wo die Betten sind. Und hier wird dann das Ergebnis am Ende ausgewertet. Mein Max, bist du ready? Was soll ich machen? Ja eigentlich für Betten? Gibt es noch eine Party oder was? Hier vor die Bühne, genau. Eine Schlange bilden. Eine Schlange bilden, schön. Ich bin Zweiter. Mega, Alter. Und Joe, komm mal hoch. Joe, komm mal hier auf die Bühne hoch. Und dann kommt jeder einzeln zu dir hoch und du gibst ihm seine Karte, okay? So, bitte, okay. Das ist deine Wahlkarte. Dankeschön. Das ist deine Wahlkarte? Da rein? Ja, das ist so geil organisiert hier einfach. Alter, wie geil, Mann. Ich hab gesehen, wo ihr auch reingelegt habt, ne? Ja, Hast du die GGG Abstand halten, bitte? Beschmutzt. Geht der nicht mehr? Okay. Nee, wir aktivieren das gleich. Wir gucken gleich, wie das Ergebnis ist. Schauen Sie bitte nochmal einmal, ob alles in Ordnung ist. Joe, vorne auf die Seite. Da liegt was auf dem Wahlomaten, Joe. Fehlt das noch ist jemand? Ja, okay, Revi hat schon. Hat jeder gewählt? Okay. Ja. Ihr wartet jetzt da. Ich hab so Angst, Alter. Hat jeder seine Stimme abgegeben? Oh, Gomme ist aber. Ich hab noch eine Stimme. Gomme auch noch. Gomme darf noch die Stimme. Okay. Oh mein Gott, das ist wie bei der Präsidentschaftswahl. Gomme entscheidet alles. Gomme, schnell, gewählen jetzt. Was? Alter. Alle zu den Betten und dann Ruhe, bitte. Und dann Ruhe. Wir müssen. Oh, ich hab gewählt, Leute. Ich bin fertig. Okay, alle hinstellen. Ich hab's gewählt. Ich stehe hier. Ladies and Gentlemen, an dieser Stelle freue ich mich, euch das Wahlergebnis der aktuellen Bürgermeisterwahl bekannt zu geben. Wir werden das Ergebnis jetzt vor euren Augen auswerten und das Ergebnis sieht wie folgt aus. 3, 2, 1. Muss ich wieder hingucken? Go! An die schwarze Wand. Oh. Spannung. Oh. Was oh mein Gott. Keine Stimme für Patrick. Das ist voll schlecht. Ich glaube, er hat keine Stimme für Patrick. Alter, Patrick hat keine Stimme. Patrick hat... Alter, Digi. Alter. Was? What the fuck, was ist das? Ja. 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 Discord, ich liebe es, wenn der Discord... Patrick hat keine Stimme! Patrick hat 0 Stimmen. Stegi hat die zweitmeiste Stimme und die meisten Stimmen hat Primax. Wir werden angegriffen, Geil, Mann! Hey, Mann, was ist denn? Ja, hallo, Bürgermeister. Da oben ist jemand, der greift uns an. Carscrafter. Gratulation, Herr Bürgermeister, hallo. Dankeschön. Ich hab die ganze Zeit beobachtet, wer wen gewählt hat.
Jeder, der mich nicht gewählt hat, wird jetzt leiden. Hat jemand von euch Wasser? Denn wir wollen jetzt einmal ganz kurz hier Wasser drüber gießen und das Ergebnis hier festigen, dass es niemand mehr manipulieren kann. Okay. Genau, einmal schon. Wow. Okay. Okay. Bruder, ich mach's unter den Drucken aus. Max, ich möchte dir erstmal gratulieren für den Wahlsieg. Wir haben eine tolle Kampagne gehabt. Ja, Max, ein kleines Geschenk von mir. Und Dankeschön. Ja, Max, du darfst jetzt Gesetze erlassen, ne? Also das darfst du jetzt natürlich nicht ausnutzen, das ist ganz wichtig. Hey! Stimmt. Du musst vorsichtig sein damit, wenn du sowas tust. Rotstecks für alle. Theoretisch könntest du jetzt, Max, da du jetzt an die Macht gekommen bist, könntest du theoretisch ein Dekret erlassen, was die Warze angeht. Das möchte ich nur mal angesprochen haben, weil es ja da eventuell einen Konflikt gab. Klar. Aber ich bin offen für alles. Okay. Ich würde es auch erstmal. Eine liberale Einstellung. Kein Hardliner. Kein Krieg, erstmal kein Krieg. Ich werde nicht mit in der Nacht unsichtbar den Drachen assassinieren. Ja, red mal weiter. Mach ich nicht. Da sind wir quitt. So, Max, was ist denn deine erste Amtshandlung? Meine erste Amtshandlung. Ich frage erstmal, ob sich hier irgendjemand irgendwas wünscht oder mit irgendwas unzufrieden ist. Und ja, wir müssen noch ein Gefängnis bauen erstmal. Dass du nochmal darüber nachdenkst, die Spawn-Insel, da soll später mal ein Freizeitpark gebaut werden. Und wir haben uns überlegt, da du jetzt Bürgermeister bist, würdest du sogar ein VIP-Ticket für diesen Freizeitpark bekommen. Also alle Fahrgeschäfte kostenlos. Josef. Er kennt sein Volk, Alter. Wer redet? Okay, erstes Gesetz, jeder, der redet, springt, damit es klar ist. Ne? Okay, alles klar, over, verstanden. Also wir würden sehr gerne einen Freizeitpark auf die Spawn-Insel bauen und würden gerne deine Genehmigung dafür haben. Ist stattgegeben. Übel stattgegeben, mit allem drum und dran. Eisen, aber kommt nicht in die Mitte auch noch das Weiße Haus? Wir brauchen noch, des Weiteren brauchen wir auf jeden Fall noch ein Gefängnis, Max. Wo soll ein Gefängnis entstehen? Weil Übeltäter wie Patrick müssen natürlich weggesperrt werden. Ja, das sollte sich vielleicht... Das können wir übernehmen. Wer hat das gesagt? Gefängnis machen wir, okay? Basti GAG wollte das Gefängnis bauen, Trimax. Okay, oder ja, so. Basti GAG baut ein Gefängnis. Was war mit dem Bauministerium? Hallo? Da ist die Woche weg. Stegi, Alter. Was mit Villagerrechten? Wer redet? Er. Der springt. Ey, ich bin keine Stimme, das funktioniert so nicht. Ich bin Trimax, ich rede jetzt und dann kommt der Satz, okay? Ja, hallo, guten Tag, ich bin Kars, ich rede jetzt. Was ist mit Villagerrechten, wenn du Bürgermeister bist? Die werden wir, das vertagen wir erstmal. Genau. Wollen wir zur Feier, dass ich Bürgermeister geworden bin, unter der Prämisse, dass wir alle zusammen, wir machen jetzt ein riesen Mordsprojekt. Wir holen Stadtfest. Alle zusammen 200 TNT holen wir zusammen ran und machen die größte Warzensprengung in der Geschichte von Minecraft. Geil! Oh, das ist geil! Geil, Alter! Einmal zur Feier des Tages. Es nur ist 200? Titel an. Auf die Warze, die ist unglaublich hässlich und jeder sieht sie. Ja, Romatra! Romatra, die Warze ist hässlich, Mann! Auf die Warze, Romatra! Ich bin der Basti GRG und ich freue mich! Einfach so als Stegi und ich bin sehr traurig. Ich bin Stegi und schaut nicht in meine Twitter-Likes. Name ist Joe, Antrag darauf, dass wir einen kleinen Zeitzünder einbauen, sodass wir von der Ferne gucken können, dass es explodiert. Oh mein Gott. Abgelehnt, abgelehnt. Nein, stopp, abgelehnt. Ich will mit meiner Warze untergehen. Ich will mit ihr untergehen. Ich werde mich in die Warze reinstellen und mit den 200... Okay. Nee, kompletter Psychopath, dieser Romatra. Ich will, ihr sagt sogar, ich bin euer Zeitzünder. Ihr könnt mich, ich okay, passt. Romatra, dann machen wir Druckmannschalter. Du stellst dich auf eine Druckplatte drauf und sobald du die Druckplatte verlässt, geht die Warze in die Luft. Das ist geil. Antrag darum, dass Romatra mit seinem Equipment in die Luft fliegt. Antrag abgelehnt. Angenommen. Was denn? Romatra, hast du es verstanden? Ich hab dir 1 Stack TNT gegeben. Wie hat man eigentlich jetzt diese... Warte, wie hat man die ja nicht gecraftet? 9 Warzen. Hey, ist das möglich? Der ganze 3x3, alles voll mit Warzen. Das sind Never-Warzen oder was? Hä, aber das craftet man doch im Inventar, oder? 2x2. Hilfe, was die zockt! Ich schalte die Bombe scharf in 10. Okay, ich schmeiß mal die Bombe da raus! Wenn ihr nicht gleich draußen seid, dann ist mit der Bombe. Warte, du bleibst doch eben Warzen runter. Ja, mach. Komm im Moment. Okay, die Bombe ist jetzt da. Nice Hit, Bro. Das war echt. Nichts machen. Romatra hat es jetzt in der Hand. Wir positionieren uns am besten hier bei Zinus. 10! 9, Cheater. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, bevor er es mit dem Firefighter anzündet. Ich bin runter. War schön. Hey, Boy, ich hoffe, du stirbst. Okay, 2 sind gezündet. Jetzt der Rest. Oh, Alter! Geil, richtig. Ist das Ding? Endlich ist weg. Mann, da hätte ich auch rumstehen bleiben können. Sieht viel besser aus. Also, jetzt ist es for real noch hässlicher als vorher. Ja. Yeah. Komm, wir bauen das hier nicht draußen ab, Alter.
Wer hat sich das denn gedacht? Alter, wir bringen eine übelst hässliche Schwarze rein, die gibt's nur im Nether und die wächst nur auf dem Sand. Und dann ist der, ist das die sau hässlich und dann kann man daraus noch Blöcke machen. Mann, du hast das so gefeiert vor zwei Wochen noch, Alter. Du fandest es der geilste Lock, der ist so OP, hast du gesagt. Ja, ja, also ich find's geil, aber irgendjemand muss es auch geil gefunden haben. Kann mir mal ein bisschen Wasser runterreichen? Dümmster Bürgermeister der Welt. So, ich habe keinen Bord mehr, ich habe jetzt genug hier abgebaut, ich gehe jetzt. Ich habe auch genug abgebaut, Romatra, du machst den Rest. Ich mach den Rest auch nicht. Dann gehen wir wieder. Herr Bürgermeister, bitte kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Okay, ich komme. Wir haben ja Petrit, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, Petrit wurde ja in den Nether verbannt, der darf nur noch tagsüber in die Oberwelt. Und alle haben gesagt, ja, Petrit in den Nether, der darf nie wieder rauskommen. Jetzt ist er wieder rausgekommen und hat auf dem See des Friedens einfach dieses unglaublich hässliche Bauwerk wieder neu errichtet. Und ich würde sagen, an der Stelle Rückbau, anberaumen oder nicht. Was sagen Sie? Da müssen wir tatsächlich das... Sag mal, Max, bloß weil du Bürgermeister bist, hast du gerade wirklich alles angezündet auf dem Weg hier zu irre, wo du langgelaufen bist? Nein, nein. Was ist das denn hier? Das ist der neue See, den haben wir gemacht, da war Petrus altes Haus. Und jetzt guck dir mal dieses Ding hier an. Hat ja schon wieder eins gebaut. Leute, das ist überhaupt nicht UNESCO. Das ist kein bisschen UNESCO, das Ding hier. Das sieht halt auch genauso aus wie das erste, ne? Das muss doch nicht sein, der Arme. Wir machen jetzt hier alle Kisten auf und hier nimmt sich raus, was er braucht. Max, das ist aber Diebstahl. Aber er ist der Bürgermeister, er darf das entscheiden. Dieses arme Haus, Alter, das wird die ganze Zeit nur geschändet. Aber es ist auch einfach absoluter Sch*** laufen.